Doodle Jump. Komm. Schleswig-Holstein. Wirklich, Chat. Einmal noch, okay? Heute, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ich gehe jetzt eine Runde rein bei Doodle Jump. Eine Runde, Digga. Wollt ihr eine Wette, ja oder nein? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Komm, Shamina, mach eine Wette. Komme ich bis 40.000, ja oder nein? Los. Ihr könnt wetten. Eure Kanalpunkte bringen euch immer noch nichts. Aber es geht ums Feeling. Ab nächsten Stream könnt ihr mit den Kanalpunkten was machen. Versprochen, Kappa. Nicht versprochen, war ein Joke. 40.000, ja oder nein bei Doodle Jump. Ein Ründchen. Okay, ihr könnt jetzt abstimmen. Alter, ihr seid auch schon wieder solche kleinen 31er, Digga. 61% sagen, danke. Nein, ich schaff's nicht. Glaub an dich. Danke, Finti. Hab kein gutes Gefühl. Wirst schon sehen. Okay, Chat. Wir gehen rein. Let's fucking go! Ich war lang raus, Chat. Also erwartet jetzt nicht zu viel von mir, okay? Danke. Ey, Chat, wollen wir gleich bei GTA reingehen? Ja? Nein? Ja? Okay, 10.000 sind geschafft, Chat. Wisst ihr, ich habe gerade die Rakete einfach nicht genommen, weil ich sie nicht brauche. Ein echter Doodle Jump Spieler braucht die Rakete gar nicht. Ich hab's auch ohne. Kurzer Kickflip! Noch ein Kickflip! Und sonst, Chat? Wie geht's Frauen, Kindern? Schreibt doch einfach mal genau jetzt eure Namen rein, Chat. Einfach wie ihr heißt, weil ich gucke jetzt gerade sowieso nicht auf den Chat. Und es interessiert mich auch einfach gar nicht, wie ihr heißt. Deswegen könnt ihr jetzt gerne mal alle eure Namen in den Chat hier reinschreiben. Retarded, was ich hier schon wieder mache, Chat. 22.000, Hälfte ist geschafft. Ist jetzt gar kein Problem. Danke. Knappe Sache gerade gewesen. 28.000, Chat. 10.000 haben wir noch vor uns. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg. Hallo, wann kommst du mal mit deinem Porsche hier zur Nordschleife? Oder hast du Schiss, den Bügel zu zerschießen? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ja, ich hab Schiss. Chat, ich bin heute gefahren mit dem Auto, okay, auf einer abgesperrten Teststrecke, Digga. Und ich bin geballert, als wäre ich ein geistig gelähmter Spasti. Wirklich. Ich bin heute gefahren. Es ist alles in Ordnung, Chat. Es ist alles cool. Es ist alles cool, Digga. Ich hab auch einfach keinen Bock mehr gerade gehabt. Ich habe einfach gerade auch keinen Bock mehr gehabt auf das Spiel, weil es mich langweilt, weil es auch zu leicht einfach ist, Chat. Wir gehen raus aus Doodle Jump und machen Sachen, die normale Leute machen, okay? Wir reden ein bisschen über Politik oder so. Die Grünen, wie findet ihr die? Ne, um jetzt zum Thema zurückzukommen, wegen Nordschleife, Digga. Ich bin heute Auto gefahren und ich bin wirklich gefahren wie ein Bastard. Wie ein Bastard bin ich gefahren, Digga. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe niemanden gefährdet oder so, aber ich bin gefahren wie ein Spast. Wirklich. Und da gab es Minimum 3 Situationen, wo ich fast mein Auto komplett geschrottet habe, Digga. Und ich fand's geil. Es hat mich angekickt. Ich habe den Nektar geleckt. Ich wollte weitermachen. Immer weiter, Digga. Ja. Nee, aber Rennstrecke an sich hätte ich Bock, Bruder. Nordschleife ist, glaube ich, ein bisschen zu krass für mich. Nordschleife ist es nicht die, wo die ganzen Fail-Videos, die ganzen Compilations sind, Chat?
Ja, dann fahre ich da auf gar keinen Fall, Digga. Da sehe ich mich schon in der Compilation drin.